Papapam, papapam. Das ist er. Mir schmeckt er nicht. Wirklich jedes Mal stellst du uns hier bloß. Einen wunderschönen Donnerstagabend, live aus Frankfurt. Einmal Döner mit allem bitte. Patrick, du hast ja das falsch verstanden. Dönerstream heißt, dass wir Döner kriegen. Nicht du. Wir haben nämlich heute sehr das gerne. SWG-Mobil am Start. Genau. Mein Papa fährt mit dem Bus rum und wird uns dann immer an den verschiedenen Spots droppen. Wir verraten auch einfach noch nicht, wo es als erstes hingeht. Nee. Wir haben auch schon tatsächlich eine vorbereitete Pfeife. So, wo SWG-Mobil? Ja. Der Sticker ist sehr cool. Seht ihr diesen Sticker? Ah, wunderschön. Wunderschöne Frankfurter Skyline hier. No. Bitte der Vielen Herr. Dank. Oh, das sieht so gut aus. Nice. Ja. Was ich am geilsten finde, ist wirklich mit der Zitrone am Ende. Ja, ja. Das gibt so einen geilen frischen Kick. Richtig nice. Haben wir nochmal den Querschnitt von Marvin? So, auf jeden Fall. Was gibst du dem Aussehen? Achso, dem Aussehen? Also, das sieht schon sehr schmackhaft aus. Ja, ne? Ja, ich finde das geil, dass dieses Rucola halt so bei dem Brot ist und deswegen... Was ist das? 100% Kalbfleisch? Ja. Ja? Ja, 100% Kalb. Okay, ich versuche den mal auszupacken. Ja. Jetzt, guck mal, so musst du den sehen. Ne? Also normal ist der so länglich. Genau. Der ist relativ flach, so. Aber sehr lang. Genau. Hast du sie? Auf den ersten Döner? Den ersten Döner. Und? Die Zitrone ist extrem gut. Zitrone ist geil, oder? Zitrone auf dem Döner ist killer. Mm. Also, ich war ja schon mal mit David und Cengiz. David hat es nicht gefallen, dass so wenig Soße drauf ist. Und ich muss sagen, wenn das Fleisch aber so geil schmeckt, gerade mit der Zitrone, dann juckt mich das überhaupt nicht. Die Berliner essen ihren Döner halt auch anders. Auf die Soße gelegt und anstatt des Fleisches. Aber ich bin eher der Meinung, Soße wirklich dezent. Zum Abrunden. Zum Abrunden? Zum Abrunden. Ich finde auch, wenn du geile Zutaten hast und das gut zubereitest, dann ist das einfach nur traurig, wenn du mit einer Soße komplett alles überdeckst. Das Fleisch ist extrem geil gewürzt. Und ich finde auch Rucola als Salat übel geil im Döner. Ich finde das kommt killer. Das ist ein guter Döner. 1 bis 10. 7. Nur eine 7. Ui. Also ich hatte noch keinen Bissen mit Fleisch. Gemüse ist auch top. Die Zitrone, wie ihr gesagt habt, sehr im Vordergrund. Jetzt kommt der Fleischteil. Also ich würde 1000% hier nochmal essen. 1000%. Ja, ja. Wir haben ja noch ein paar Döner. Ja, aber das war echt gut. Ja. Fünf hat der Marvin gesagt, wie die Preis-Leistung ist. 10 Euro für einen Döner ist ein harter Preis, aber ich bin ein Mensch, ich gebe gerne gutes, also viel Geld aus für gutes Essen. Und 10 Euro für einen Döner, ich sag mal, ist es verkraftbar. So, jetzt habe ich die Worte dazu gefunden. Wenn der Döner aber on point ist. Das heißt, ich will 100% Kalbfleisch haben, ich will super Soßen haben, ich will super Brot haben. Und wenn das der Fall ist, dann bezahle ich auch sehr, sehr gern 10 Euro für einen Döner. Absolut. Hallo Mino. Also ich würde dem Ganzen so äußerlich, ist schon sehr schön. Gerade auch dadurch, dass es in einer Baguette-Form ist, nicht das typische 0815 Döner Fladenbrot, sage ich jetzt mal. Ich würde dem Ganzen so optisch jetzt eine 9 geben. Geschmacklich, das ist schon sehr, sehr gut. Würde ich dem Ganzen eine 8,5 geben. Boah, ich habe die anderen nicht gegessen, ne? Aber es war... Aber du hast ja schon ein paar Döner in deinem Leben gegessen. Das stimmt und der war extrem gut, deswegen würde ich auch auf die 9 gehen. Ja, ich bin auch bei der 9 dabei. Ich würde sogar, damit ich was Ungerades nehme, sage ich sogar, ich gebe ihm eine 9,2. Wir sind jetzt bei The Different Kebab und der liebe Marvin holt uns wieder 2 Döner. The Different Kebab ist ein bisschen crazy, weil du kannst da Hummus und sowas drauf machen. Magst du Hummus? Ich hole zwei gute. Gut. Keine so guten. Nee, ich weiß nicht, ob es wegen Iftar ist. Ja. Oder ob einfach nur voll. Wahrscheinlich wegen Iftar. 20 Minuten warten. Also das war jetzt nur bestellen. Ich habe gerade eben bestellt. Ich werde bekloppt. Jetzt dauert es 20 Minuten, bis der Döner fertig ist. Ja. Das ist, was wir bestellt haben. Ich habe einen Beef-Döner im Vollkornbrot mit Sesam. Und ein Chicken-Döner im Vollkornbrot mit Knoblauch. Ich wollte eigentlich noch was mit Avocado oder Hummus. Beides leer. Ja. Das ist also, was wir bekommen haben. Also wir haben die Evoke Mini mit dem Teller von der großen. Deswegen ist der auch schwarz. Und wir haben eine große Bowl und ich habe noch das Tauchrohr von der großen Evoke auf die Mini geschraubt. Das heißt, wir haben Hybrid aus der Evoke Mini und der Evoke in groß, damit wir einen möglichst niedrigen Schwerpunkt im Auto gewährleisten können. Wichtig, ne? So, was macht Rauchentwicklung wieder? Rauchentwicklung ist ganz gut. Ui, oh, mit dem Backlight noch besser hier. Ja. Ist gerade den ersten gekommen. Haben wir gegessen, den zweiten packen wir jetzt aus. Und ich sehe schon, da sind Tomaten drauf, obwohl ich beide Döner ohne Tomaten bestellt habe. Perfekt. Das gibt Punkteabzug.
Aussehen tut er aber super, wenn ich die Tomaten probiere. Boah, der sieht killer aus. Was sieht der aus? Killer. 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 Der Chef ist sogar mal zu mir gekommen, hat mir noch Servietten gegeben. Nein. Doch. Mhm. Das ist es nicht. Mhm. Ja. Das erinnert mich mehr an Subway als an Döner. Das Brot ist nicht gut. Hm? Handwerklich schlecht gemacht. Warum? Du merkst anhand dieser, also siehst du, dass das Brot keine fluffigen, also keine Löcher hat? Siehst du das? Wenn du das Brot dir mal anguckst. Ja. Ja, das ist sehr platt. Aber genau. Ist das nicht okay bei dem Fladenbrot? Nee. Nee? Auf gar keinen Fall. Das ist ein No-Go. Das war The Different Kebab in Frankfurt. Ich finde das Brot geschmacklich geil. Ich finde es aber auch sehr bröckelig. Also ich weiß, was du meinst. Belag, Salat und die machen auch Zitrone drüber. Finde ich allerdings ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt beim Döner Vollkornbrot brauche. Das gibt mir wirklich eher Subway-Vibes, oder? Definitiv. Ich finde es geschmacklich auch ein bisschen schwach. Also wenn ich es vergleiche mit dem Döner von Buhl, ne? Ja. Dann gibt dieser Döner mir geschmacklich deutlich weniger. Ja, safe. Und das finde ich schade. Ich hatte aber eben eine Stelle mit dem Gemüse. Das war geil, weil das ist ja ein Gemüsedöner. Also das gebratenes Gemüse mit drauf. Wusstest du nicht? Mm-mm. Okay, das ist traurig, dass du es nicht gemerkt hast. Aber ich hatte auch eben die erste Stelle, wo das geil war. Ach so, nee, tatsächlich habe ich nicht gemerkt. Sesamsoße? Schmeckt ich nicht. Nicht? Nee. Also die ist bei mir geisteskrank am Start. Ja, vielleicht, weil du es weißt. Wirklich? Du weißt doch auch. Guck mal, die tropft sogar raus. Hä, du schmeckst nicht die Sesamsoße. Also die Sesamsoße finde ich killer. Bin gespannt, was ihr gleich noch zu der Chicken-Variante sagt. Also das mit der Tomate ist schwach. Ja. Das Brot ist mittelmäßig. Für Vollkorn finde ich es mittelmäßig. Okay. Sesamsoße hingegen finde ich sehr geil. Das schmeckt jetzt auch. Fand ich auch gut. Ja, und was sagst du? Die ist gut. Passt auf einen Döner. Finde ich, passt zu einem Vollkornbrot sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Oh, sieht aber ganz geil aus. Ja. Wir hätten ein Nicht-Vollkornbrot nehmen sollen. Habe ich schlecht bestellt. Okay, okay. Aber tatsächlich ist da Schafskäse drauf. Ja? Ja? Hast du mit Schafskäse bestellt? Nee, dann ist der vielleicht einfach so beim Chicken. Ja, hier oben ist so ein bisschen Schafskäse. Also das Gemüse ist übertragen. Ja? Mhm. Gemüse ist wirklich gut. Rauchentwicklung sieht auch sehr, sehr gut aus. Ja? Mhm. Wie läuft Döner, Jungs? Erster Eindruck? Das Hühnchen ist gut. Schön zart. Mhm. Das Gemüse ist das, was es herausragt aus dem Geschmacksprofil. Ich hab's nicht geschmeckt. Also ich hatte eine Stelle, da war gut Gemüse und die hat auch killer geschmeckt. Okay. Wenn der bei uns sagt, das ist ein Beef-Gemüsedöner, dann bin ich enttäuscht von der Menge an Gemüse. Aber vom Geschmack her, als ich da mal diese eine Stelle hatte mit dem vielen Gemüse, war das geisteskrank nice. Preislich, was war da? Neun. Wir haben 18 Euro für beide Döner bezahlt. Ja, das sind halt auch so Premium-Fancy-Döner. Ja, ne? Das ist halt nicht so normale Döner. Also was mir aufgefallen ist, also jetzt im Vergleich zum Tombul-Döner, ich finde tatsächlich das Gemüse an sich, also das gebratene Gemüse ist natürlich geil, aber ich finde das Gemüse an sich nicht so frisch. Ich fand das bei Tombul frischer. Ja, ja gut, das eine ist ja auch frisch und das andere ist gebraten. Nee, aber das ist ja auch normales Gemüse drin. Nein, ich meine den Blattsalat. Ach so, genau. Den Blattsalat, das ist mit Gemüse so. Ja, okay. Ich finde, das frische Gemüse ist bei Tombul um Welten knackiger. Das hatte ich auch gesehen, mhm. Das war extrem trocken, als sie es auf die Döner gepackt haben. Okay. Also, ich bin eher enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Was würdest du denn benotungsmäßig geben? Ich würde dem schon so, ich war echt enttäuscht, 6,5. Ich habe auch an 6,5. Aber, weißt du was? Was denn? Wegen der Sesamsoße gebe ich ihm 6,8. Die Sesamsoße alleine hat noch mal ein kleines bisschen was für mich rausgekitzelt. Aber ich habe die relativ spät geschmeckt, deswegen würde ich trotzdem bei der 6,5 für mich bleiben. Was sagt ihr zum Chicken bis jetzt? Ist es gut? Mhm. Wenn ich den jetzt mit Döner aus mir daheim vergleiche, ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, in Anführungsstrichen, ist, dass da sehr wenig Soße drin ist. Ja, ich finde, die Soße, man sieht es bei mir, ich weiß nicht, ob man es in der Cam sieht, aber die Hälfte der Soße liegt bei mir auf dem Ding. Also dann, hast du 75% der Soße und ich 25%. Weil bei mir ist effektiv gar nichts. Aber ich finde es geil, dass sie gebratenes Gemüse haben. Die haben ja Paprika drin, gelbe und rote. Und ich finde, das ist aber nicht genau gegrillt, es ist eher so angebraten. Das hat noch ein bisschen Knack. Es ist nicht so dieses durchgeschmorene, wie man es kennt. Ja. Das ist so, nicht so, so komplett wabbelig. Genau. Ja. Also ich... Also ich würde den gerne mal mit dem normalen Brot probieren und sagen viel Soße. Ja, also die Wartezeit ist bei meinen 6,5 auf jeden Fall mit drin. Ja. Ich habe ja dann 6,8 wegen Sesamsoße. Wir haben 40 Minuten für das Scheißding. Ja. Also 40 Minuten ist zu viel für einen Döner. Ja, egal wo ich bin, ich würde niemals 40 Minuten für einen Döner warten. Ja. Und da kann er noch so gut sein. Ja, gehe ich mit. Also mein Fazit ist jetzt auch, im Vergleich zu den Dönerläden, wo ich sonst bin, bei uns in Bayern,
ist es eine solide, ich müsste sogar auf eine 5 gehen. 5 nur? Ja. Ui, das ist ein solider schlecht, Durchschnitt. Das ist wirklich nicht gut. Nee. Was sagst du, Vito? Wenn man den Faktor nimmt, dass es ein Döner ist, würde ich dem eine schlechtere Note geben, als wenn man sagen würde, es ist Streetfood oder sowas. Ja. Weil ich finde, wie du schon gesagt hast, es ist eher so in Richtung, also das Brot erinnert mich sehr krass an dieses Honey Oat von Subway. Ja, ja. Same. Und, ich habe reingebissen und dachte so, boah, das erinnert mich voll an Subway. Ich bin ehrlich, dafür, dass ich kein Hähnchenfleisch esse, dafür finde ich, dass das Dönerfleisch nicht so trocken war, was öfters bei Hühnerfleisch der Fall ist. Oh. Okay, wir gehen jetzt zu Güls Dönerwelt. I have the Döner. Nice. 15 Euro alles, also 14? Ja. 14 Euro? Ja. Brot wurde aufgebacken, nicht frisch komplett gebacken. Ja. Sieht ein bisschen runtergekommen aus, aber hat einen geilen Flair. Also ist es wirkt einfach so wie so zwei Bros, die halt so einen Dönerladen seit 10 Jahren haben. Okay. So, also nicht so, es wirkt nicht ekelhaft, sondern es wirkt irgendwie sympathisch. Weiß nicht, wie ich mir hier so in Frankfurt halt so einen Dönerladen, den die Jungs halt, also so wirkt es auf mich. Ich weiß nicht, wie lange es den gibt. Rauchen, ah. Ui. Nice. Moin Meisters. Welcome back. Jemand Hunger? We have zwei Döner. Also ich muss sagen, das sah auch sehr, wie soll ich das sagen? Die haben einfach so, nee, die haben einfach so Brot genommen und dann war der so papapam, papapam. Okay. Und dann fertig. Ja, so mit? Mit Elan. Mit Elan? Mit Elan. Mit der nötigen Eile? Auch. Okay. Okay, Querschnitt. Sieht sehr basic aus. Ist auch nicht voll. So, nee, also hier ist nicht so viel Material dabei. Nee. Ist Döner? Aber auch der günstigste Döner, den wir bis jetzt hatten, ne? Döner 6 Euro. Okay. Das heißt, es ist günstiger als alles, was du so in Gießen bekommst. Ja. Was haben wir zum Fleisch gesagt? Kalb. Okay. Sehr eigener Fleischgeschmack. Soße Standard, aber gut. Brot auch Standard, aber gut. Mhm. Ja, so der Classic, das ist so Classic Dönerbrot, ne? Ja. Hier ist irgendwas auf dem Salat, was richtig lecker ist. Ich weiß aber nicht, was es ist. Absoluter Standarddöner. Ja, den isst du, wenn du so einfach Lust auf den Döner hast. Das ist so dieses, ich komme dran vorbei, ich habe noch ein bisschen Hunger, ich nehme mir Döner mit und dann ist es auch genau, was du erwartest. Mhm. Und ist absolut okay, aber es hat nichts Besonderes. Also ich finde den auch nicht besser als ein Standarddöner. Was ist ein Standarddöner in Noten? Ich finde den, also diesen hier von Güls Dönerwelt. Güls Dönerwelt. Ich finde so einen Döner besser als den jetzt zum Beispiel von Different Kebab. Weil der hat mich leider sehr enttäuscht. Geschmacklich. Also wenn du mir for free beide geben würdest, ohne Wartezeit, und ich einfach so, ich mache meine beiden Hände auf und entweder es taucht Different Kebab auf oder es taucht der auf, dann würde ich den Different Kebab nehmen. Also geschmacklich finde ich den anderen geiler. Wenn ich Preis, Wartezeit und alles mit einrechne, also wenn ich einfach entscheiden müsste von heute Abend, ich gehe in den einen Laden rein oder ich gehe in den anderen Laden rein, dann würde ich auch lieber den nehmen. Mhm. Schwierig. Ja, aber manchmal muss es auch nichts Fancyes sein, finde ich, sondern Standard. Ja. Weißt du? Also geruchlich ist der sehr traditionell, sag ich mal. Also man riecht Döner. Ist für mich nichts Negatives. Aber man muss erst mal gucken, wie das schmeckt. Also ich finde, da ist schon viel Fleisch drauf. Was ist dein erster Eindruck? Geruchlich gut. Hat so ein bisschen was Spicyes mit drin. Also ja, also das Fleisch riecht würziger als bei den anderen. Ich habe ein bisschen genommen. Ich bin ehrlich, mir schmeckt der nicht. Also ich finde, der ist okay. Nicht gut oder also schlecht? Nee, schlecht nicht. Aber ich finde, gerade weil wir auch die anderen Döner gegessen haben, die waren geschmacksintensiver vom Fleisch. Ja. Was ist dein Fazit? Fazit bisher, Tongo, einfach der beste bisher. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich bezahle gerne 10 Euro für einen Döner. Das ist gar kein Problem, wenn die Qualität stimmt dahinter. Wie ist dein Fazit zu dem Döner jetzt? Ach so, ich dachte allgemein. Mhm. Ach so, kann man essen. Ne? Standarddöner, ganz einfach, Klassiker. Ja. Wenn du Hunger hast und jetzt, wie Marvin vorhin gesagt hat, dran vorbeiläufst, dann ist das absolut okay. Soßen sind jetzt auch nicht krass eklig, finde ich. Also absolut nicht. Die sind auch nicht krass, ich finde die okay. Also einfach so normal. Also, ne? Für mich ist das Brot ist okay. Das Fleisch ist okay. Die Soße ist okay. Der Döner ist okay. Ja, das ist klasse. Ja, also für diesen Döner würde ich nicht extra herfahren. Ja. Wenn ich hier wohnen würde, würde ich ihn halt aber kaufen. Aber willst du für Tonbul extra hier rüberfahren? Ja. Für Tonbul willst du nach Frankfurt fahren? Ja. Was haben die gesagt? Ist das Kalb? Ja. 100%? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein Mix. Also schmeckt für mich nicht nur nach Kalb. Aber es stand nichts anderes dabei als Kalb. Es hat so ein bisschen für mich so einen Hintergeschmack von Hühnchen. Klar. Kann auch sein, dass es an mir liegt. Also Hühnchen hätten die, glaube ich, dazu gesagt, wenn da noch Hühnchen mit drin gewesen wäre.
Aber du bist gar nicht begeistert, oder? Ist halt klassischer Döner. Also es ist so, man kann es machen. Kann ist man machen, muss man aber nicht? Muss man oder? Nicht, ja. Okay. Also es ist für mich okay, aber das ist so ein Döner, den bekomme ich auch bei mir an der Ecke. Also ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, das ist genau die richtige Beschreibung. Genau, das ist genau. So ein Döner, den bekommt ihr auch an jeder anderen Ecke. Genau. Aber was tatsächlich positiv ist, die haben da so Minze drin, so ein bisschen. Das war's. Ja. Du hast fertig. Ich habe fertig. Was sagen Sie? Ich sag das, was bisher auch gesagt worden ist. Das ist eigentlich ein kompletter Standarddöner. Den gibt's überall. Das ist wirklich so einer, du fährst irgendwo hin, hast Bock auf einen Döner, gehst in den nächstbesten Laden, das ist er. Ja. Also ja. Nichts Besonderes, nichts, was irgendwie raussticht. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also das ist wirklich ein solider Grunddöner. Abschließende Note? 7. 6,5. Also etwas unter hast die 7 bis 6,5. Ich habe dem Different Kebab habe ich 6,7 gegeben. Nee, 7,3. Ich bin schon wieder verwirrt. Was hast du dem gegeben? Ich habe dem Different Kebab 6,5 gegeben. Dann habe ich 6,8. Bisschen mehr hast du gegeben. Ach, der kriegt eine 7 und ja. Der hier kriegt eine 6,5. Also Tonbul bis jetzt wirklich mit Abstand das Beste. Dann Different und dann der. Muss ich aber zustimmen. Knapp, knapp. Gut, der nächste Döner, der auf unserer Liste steht, ist Next Gen Kebab. So, da ist der Laden. So. Ja, das ist witzig. Next Gen Kebab. Ja. Ich bin sehr gespannt, wirklich sehr gespannt, weil das wirklich sehr fancy Döner war. Aber 12,90 Euro für einen Döner ist eine Ansage, ne? Ja, günstig war er nicht, aber... Das ist eine Ansage. Ich glaube, ich kenne auch keinen Döner, der besonderer ist. Nee. Geil. Also ich finde, der sieht geil aus. Der ist auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Ja. Gut? Mhm. Und richtig geil frisch. Also der Green Velvet ist Avocado-Creme, so. Kalbfleisch, Saisonsalat, Rucola, rote Zwiebeln, Cherry-Tomaten, Minze, Parmesan, Sour Cream, Limettensauce. Geil. Der Cheese Lover ist, also den ich habe, ist Cheese Cream, Kalbfleisch, Saisonsalat, rote Zwiebeln, Cherry-Tomate, Weichkäse, Parmesan, Halloumi, und Cocktailsoße. Das ist eine mächtig. Kalorienbombe, ja. Sag ich dir. Du hattest den Sweet Dream, beziehungsweise ich habe dir den Sweet Dream bestellt. Das ist Kalbsfleisch, Saisonsalat, Cherrytomate, karamellisierte Zwiebel, Weichkäse, Mango-Currysoße. Der sieht sogar innen bilderbuchmäßig aus. Du mit deiner Gabeldöner-Technik, ne? Wirklich jedes Mal stellst du uns hier bloß. Es tut mir leid. Oh, scheiße. Ich habe nicht ohne Tomate gesagt, aber das ist mein Fehler. So, Hasti, lass uns mal teilhaben an deinen Gedanken bei dem Döner. Das ist für mich kein Döner mehr. Der ist zu fancy. Für mich persönlich muss ein Döner relativ einfach gestrickt sein mit sehr guten Zutaten. Aber das heißt ja auch Next-Gen-Kebab. Richtig. Trotzdem ist der super lecker und ich würde sogar sagen, sein Geld wert. Also 13 Euro für einen Döner ist halt viel. Dafür kriegst du aber auch viel. Aber du hast ja eben gesagt, ist ja auch kein Döner. Ist auch kein Döner, genau. Sondern was anderes. Also Next-Gen-Kebab. Richtig. Und dementsprechend, also der ist super lecker. Also man muss, eigentlich sollte man gegessen haben hier, wenn man in Frankfurt ist. Aber langsam bin ich auch ziemlich voll. Ich könnte jetzt nicht weiter essen. Also nach dem. Danach bist du Game Over? Ja, ja. Gut, ich weiß nicht, wie dolle deiner stoppt. Ich glaube, ich habe den weniger stopfenden. Ich habe halt den sehr stopfenden. Naja. Naja. Also meiner hier, geil Avocado-Creme, richtig. Und so schön gepfefferte Avocado-Creme, also schon so... Mit oder ohne Knoblauch? Ich würde sagen, mit ein bisschen, hat auch eine gewisse Schärfe, ja. Also schon so Guacamole-Style, aber nicht so full Guacamole. Aber ist geil. Und das mit der Minze noch und dem Limettensaft, also ich finde es killer. Aber ich verstehe deinen Punkt. Es ist halt nicht normaler Döner. Ja. Wenn du das aber willst, kannst du dir ja aber auch einen Classic bestellen. Safe. Hätten wir vielleicht sogar machen können. Einen zum Vergleich. Ja. Aber ich will ja genau das, wenn ich hier hinkomme. Ich finde das ja geil. Ich fand damals schon das Konzept geil. Mhm. Boah, guck mal, was da Guacamole drin ist. Geil. Was ist deine Bewertung, Vito? Sehr gut. Also es ist, das Fleisch ist gut. Ich habe ja den mit den karamellisierten Zwiebeln. Und die karamellisierten Zwiebeln kommen auch sehr gut raus. Ich hätte mehr Brot in der Breite gehabt, aber trotzdem gleich mehr viel. Volumen. Eine niedrigere Dichte. Genau. Digga, du willst einfach mehr Brot, aber fluffig. Genau, ja. Okay. Digga, was ist das Schwierige? Er möchte nicht so kompensiertes Brot haben. Genau, ich genau. Und das war hier leider aber der Fall. Aber jetzt imagine, du hättest auf die Fülle von diesem Döner auch noch fluffiges Brot. Wir hätten vielleicht vorher nicht zwei Döner essen sollen. Aber alles in allem ein sehr guter Döner. Nichtsdestotrotz, für mich aber kein Döner-Döner in der Sicht, ne? Wie ich vorhin da schon gesagt habe. Und Notenbewertung? Der war schon sehr lecker. 8,5, ne? Würde ich sagen, einfach für diese fancy Art, die haben.
Also ich mag den Döner. Das wusste ich aber auch schon vorher. Habt ihr vielleicht früher ein paar Mal in meinen Stories gesehen, dass ich sehr, sehr gerne zu denen gehe. Und ich würde dem Döner geben eine... Besser als Tonbull? Deswegen habe ich gerade überlegt, was ich Tonbull gebe. Ich würde ihn ungefähr gleich einstufen wie Tonbull. Ich gebe ihm eine 9. Aber das Ding ist, also wenn ich Bock auf Fancy-Döner hätte, dann würde ich hier hinkommen. Wenn ich Bock auf Classic-Döner, aber in Premium hätte, dann würde ich Tonbull nehmen. Ja, ähnlich. So wäre es bei mir. Ich würde sagen, das wäre für mich so eine 8,5. Bis 9. Also ich habe ja auch dem Tonbull-Döner eine 8,5 gegeben. Also es ist bei mir auch ziemlich ähnlich vom Rating her. Der Next Gen Kebab war halt ein bisschen, wie soll ich sagen, was Außergewöhnliches. Döner IRL-Stream, das war's. Kuss fürs dabei sein. Wir sehen uns am Sonntagabend wieder. Genau. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao.